Wir befinden uns jetzt in einer Situation, aus der wir vorhersagen wollen, dass an dieser Stelle eine Adjunktion möglich ist. Wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was die Adjunktion bedeutet, wir haben hier den Startbaum und wir haben hier vielleicht den Alpha-2-Baum hier rein substituiert, dann haben wir erstmal diesen Baum bekommen. Und jetzt wenn wir adjungieren, dann werden wir diesen Knoten ersetzen durch diesen Baum hier, durch den Beta-Baum. Und alles, was unter diesem Knoten hängt, werden wir unter diesen Fußknoten hängen. Das war nochmal die Adjunktion. Und das heißt, wir können in diesem Knoten hier adjungieren, aber wir können nicht in diesem hier adjungieren, weil das ein Substitutionsknoten ist. Also hier können wir adjungieren. Wir befinden uns in diesem Alpha-2-Baum im Wurzelknoten links oben, also hier. Und was die Regel jetzt sagt, wir können jetzt irgendeinen Baum als Voraussetzung nehmen für die Adjunktion, also ist egal, ob es ein Alpha- oder ein Beta-Baum ist. Wir haben hier, ja, wir sind jetzt in einem Knoten, in dem wir adjungieren wollen. Wir sind links oben, also wie hier auch. Und wir haben hier irgendwelche Werte, von denen uns die meisten nicht interessieren, weil wir nur das L übernehmen. Ich fange mir an, hier mitzuschreiben. Wir wollen jetzt also aus dieser Position, aus der wir ahnen, dass wir dort adjungieren können, wollen wir jetzt ein Item generieren, was wir an diese Stelle hier rein adjungieren können. Wir bekommen hier an der Stelle den Beta-Baum. Wir bekommen das Item hier im Wurzelknoten. Hier steht jetzt die 0 und bei mir steht immer Epsilon, aber es ist das Gleiche. Wir stehen dort links oben. Und hier diese Variablen L, die übernehmen wir hier zweimal. Also es ist in diesem Fall halt die 0. Dann hier die Striche, die uns sagen, welchen Span der Fußknoten hat, den wir noch nicht kennen. Die kommen hier hin. Dann noch eine 0 und das Saturierungsfleck. Und was die Bedingung halt sagt, der Beta-Baum muss Element sein von den Bäumen, die in den Knoten in den Baum adjungiert werden können. Also es Ja, ist eigentlich ziemlich logisch, es ist nur ein bisschen schwierig aufgeschrieben. Also wir sind hier in diesem Knoten. Wir können den Beta-Baum hier rein adjungieren, weil die halt das gleiche, ja, weil die halt die gleichen Labels haben. Und deswegen dürfen wir diesen Schritt hier ausführen. Aber wir dürften hier jetzt nicht zum Beispiel in diesen S-Knoten den Beta-Baum rein adjungieren, weil die Labels nicht übereinstimmen. Oder um es hiermit auszudrücken, weil dieser Beta-Baum nicht Element der Bäume ist, die hier rein adjungieren dürfen.